Und hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy. Und ich spiele jetzt mal ein Spielchen, das endet so ein bisschen Tamagotchi-mäßig laut Information. Aber das wollen wir uns doch einfach ruhig mal anschauen. Es ist, die Qualität ist natürlich halt auch dermaßen unter aller Sau. Aber egal, wir schauen uns doch einfach mal an. Also ich bin hier bei euch, wenn ihr es da angeguckt habt und ja, ich bin doch ein bisschen neugierig drauf, wie das so ist. Und wir schauen uns das an. Das heißt, Monotyp heißt das Spiel. Und ja, ich würde einfach auch ganz grob sagen, gehen wir doch einfach mal auf Start. Und hier kommt dann schon ein Willkommen-Text. You Nightbar Hot. Also, neues Nightbar, neues. Wir machen mal hier. Skip, hier ist das DNA-Strang. Und vermutlich geht es dann nämlich gleich los. Ja, das ist natürlich alles Englisch. Das wollen wir jetzt erstmal nicht lesen. Und das ist so anscheinend das, wie soll ich sagen, Haustierchen, was man da so hat. Und ich hoffe, man kann da auch ein bisschen spielen, statt nur die Texte überspringen. Aber laut Information soll das so sein. Also ich habe es noch nicht weiter gemacht. Also ich habe noch gar nicht anprobiert. Nur ich bin auf den Text gestoßen. Wer also Tamagotchi mag, ist das schon mal durchaus ein kleines Spiel nebenbei. Da ich das jetzt überhaupt nicht verstehe, ist das auch alles ein bisschen unwichtig. Ja, natürlich. So, da haben wir ihnen schon mal ein Zuhause gegeben. Eine kleine Story gehört ja überall dazu. Mal gucken, ob man ihnen auch einen Namen geben darf. Guckt euch dieses kleine Vieh an. Guckt euch das an. Yes, ich liebe ihn. Alles gut, alles gut. Guckt euch das süße kleine Ding an. Oh, guck mal, er liebt das Essen. Er sieht, glaube ich, gerade etwas. Ich spiele mit ihm. Ja, natürlich. Into the Air, super. Jetzt wird es wohl eher ein bisschen interessanter. Continue. Ich dachte, ich darf mit ihm spielen. Und nicht nur einfach irgendwas machen. Jetzt geht er schon ins Bett. Ist er einfach nur so ein Klickspiel? Er hat bei mir aber was anderes versprochen, als ich diesen Text gelesen habe. Aber wir werden es ja gucken. Der nächste Tag ist angesprungen. Ja, ich kann nur mit Ihnen in der Küche gehen. Ah, neues Koch, was wollen wir Ihnen denn geben? Eine Zigarette, ein Steak. Komm her, ich krieg ein Steak. Er kriegt ein Steak. Oha, ein Fragezeichen. Ich glaube, das will er so gar nicht haben. Life in der Industrie, aber. Ich glaube, die Idee war wohl nicht ganz so schön. Oha, das weiß ich jetzt nicht, was er will. Aber immer, ein Ja kommt immer gut. Gott, natürlich. Aber ja, für dich schon. Ich bin ein Gott. Er will jetzt Fernsehen schauen. Welches Programm soll er sich denn mal angucken? A New Sheriff in the Town? Dragon Spare oder Planet Hippo? Hippo, könnte so Nilpferde sein. Komm her, Dragonsbär. Das darf er gucken. Keine Ahnung, ob ihm das gefallen hat, aber okay.
Ja, dann darfst du erst Planet Hippo gucken. Dann guckst du erst das. Also mit Tamagotchi hat es gar nichts zu tun. Ja, dann wollen wir das jetzt noch gucken, oder was? Das ist das Einzige, was man noch kriegen kann. Mehr gibt es nicht. Ich hoffe, du hast jetzt ordentlich viereckige Augen durch das ganze Gucken. Oh, er ist müde. Ja, dann komm her. Geh noch eine Runde schlafen. Oh, jetzt kommt Monster, glaube ich. Oh. So, er träumt jetzt. Der gute Nacht, kleines Ding. Was anderes fällt mir zu dir nicht ein. Der Sound, der war jetzt richtig fies irgendwie. Hat mir nicht gefallen. Keine Ahnung, ob ihr es mitgekriegt habt. So, jetzt haben wir natürlich wieder in der Küche. Er guckt sich gerade den Spiegel an. Ja, sieht doch toll aus, oder? Nein, komm, wir spielen mit ihnen. Komm, wir spielen mit ihnen. Wir ignorieren ihn nicht. Ist das ein Traum? Aber ja. Aber es ist ja nur ein Klickspiel. Ich dachte, man darf hier wirklich ein bisschen spielen. Man hat. Oh, Gratulation. Was? Ach komm schon. Hat jetzt Arme gekriegt. Hör doch auf. Ich hab Angst. Buh, dieses Buh, ja. Ja. Das reinste Story-Spiel, mir ist das ja gar nicht. Dieses Friend Tomorrow ist ja Friend for Life. Also bevor er mich hier negativ in dieses Video bewerten tut, das ist bitte ganz cool. Ich teste immer gerne mal Spiele, was so gerne besagt wird, aber das ist ja nun doch eher ein bisschen. Was verändert sich denn immer? Dieses ganze Dream. Gott sei Dank ist das Spiel kostenlos, also es kostet nichts. Wer Englisch kann, kann sich das gerne durchlesen und das Spiel so spielen. Aber eigentlich bevorzuge ich, Memo ist nicht im Bett. Du kannst ihn nicht finden. Ja. Hat er sich versteckt? Nee, guck mal, er guckt sich wieder in den Spiegel an. Super. Also, da bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Sorry, da bleibt nur eins zu sagen. Was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Keine Ahnung, ob man sowas hören kann. Das ist Pech für den. Also hier muss man ja eigentlich theoretisch mehr lesen als überhaupt alles andere. Hier darfst du ja gar nichts entscheiden und gar nichts machen. Dein Traum ist wohl eine Krabbe zu sein oder sowas gerade in diesem Fall. Und du hast ja keine Entscheidungsgewalt. Das Einzige, was du machen kannst, hier, guck mal, ich kann hier auf Run drücken, aber eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Also ich muss das also drücken, dieses Laufen. Egal, ob ich diesen Text verstehen kann oder nicht. Es ist einfach nur missvermutlich, kann ich hier noch eine Sprache einstellen oder so. Vielleicht. Also eben gerade stand noch irgendwie, ja. Links, rechts. Also, das ist doch kein Spiel. Also ich kenne also schon andere Spiele, als einfach nur die Texte einfach immer nur weiter rumzuklicken, bis da irgendwie ein Text rauskommt hier. Hier kannst du nur die Story lesen. Das ist eigentlich mehr ein Story-Lese-Spiel und dann kannst du vielleicht mal irgendwas machen. Da guck mal zurück in der Küche, das ist das Einzige, was ich klicken kann. Es ist einfach so, wie es ist. Eigentlich nicht sehr schön. Schade eigentlich.
Ein Versuch war es wert. Ich lese mir immer so ein bisschen was durch und es ist nicht das, was einen erwartet hat. Und irgendwann bin ich dann durch und dann haben wir das raus, was da passiert ist. Ein Spiel, was man so einfach ganz schnell mit Klicken durchbekommt. Mehr oder weniger. Da brauchst du keine Kenntnisse vom Spiel anscheinend. Freigeschaltet. Lauf die Uni. Guck mal, ich habe das Spiel sogar durchgespielt. Es ist einfach nur traurig. Und ja. Wenn ich jetzt wieder auf Start gehe, fange ich wieder von vorne an, ne? Bestimmt. Es ist doch einfach nur Mist. Also Leute, spart euch diese Zeit, spart euch eure Mühe. Es macht einfach wenig Sinn, dieses Teil. Also auch hier kriegt er von mir das Spiel. Dazu fällt mir einfach nichts weiteres ein und wünsche euch dabei erstmal einen schönen Abend. Immer dran denken, wir sind nicht fix, sondern Foxys. Und Game over.